Upavishta Chakurasana ist der sitzende Mondvogel. Upavishta heißt sitzend und Chakurasana bedeutet Mondvogel. In der indischen Mythologie heißt es, dass es einen Vogel gibt, der sich von den Mondstrahlen ernährt. Er ist ein mystischer Vogel, ein mythologischer Vogel. Es heißt, dass er sehr ruhig und entspannt ist, aber dass es schwierig ist, diesen Zustand der Anstrengungslosigkeit des Mondvogels Chakora zu erreichen. Es rentierte sich zu probieren. Diese Stellung fordert hohes an für Flexibilität, für Stärke des Oberschenkels und der tiefen Bauchmuskeln und sowohl die Hüftflexibilität wie auch die Rückseite des Beines Flexibilität. Ist also gleichzeitig Vorwärtsbeuge und Gleichgewichtsübung und Kraftübung.